Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video soll es erstmal grundlegend um lineare Rekursionsgleichungen gehen. Dazu wollen wir uns erstmal die Definition einer Rekursionsgleichung anschauen und dann eine Lösungsformel für lineare Rekursionsgleichung der ersten Ordnung. So, also was ist eine lineare Rekursionsgleichung? Wir haben irgendeine natürliche Zahl k, bis wohin wir die Folge definieren wollen. Dann haben wir noch Zahlen b0 bis bk und c1 bis ck. Und so eine lineare Rekursionsgleichung wird dann durch so ein System von Gleichungen definiert. Und zwar werden ein paar Werte xi auf Zahlen gesetzt. Das kennen wir beispielsweise von der Fibonacci-Folge. Da haben wir x0 ist 0, x1 ist 1. Manchmal fängt man auch mit zwei Einsen an, dass man dann x0 ist 1 und x1 ist 1 hat. Und das sind einfach sozusagen die initialen Startwerte. Und da haben wir einfach k-1 viele. Das heißt, im Fall von Fibonacci gehen wir halt von 0 bis 1. Das heißt, unser k ist bei Fibonacci dann entsprechend 2. Und was wir auch noch haben, dadurch, dass es ja Rekursionsgleichung heißt, brauchen wir irgendwas, was rekursiv die anderen Werte wieder mitberechnet. Und xn ist dann sozusagen das, was die Rekursion herstellt. Und das ist einfach eine Vorschrift, wie wir einen beliebigen Wert der Folge bekommen aus den vorherigen Werten. Und das sind dann einfach, hierbei brauchen wir dann die vorherigen Werte xn-1 bis xn-k, also genau k vorherige Werte. Und die bekommen halt eine Zahl vorweg, also einen Vorfaktor. Und anschließend können wir das Ganze noch plus eine andere Zahl rechnen. Genau, wir brauchen also genau von 0 bis k-1 viele Startwerte, also genau k-Startwerte. Und dann, wenn wir diese k-Startwerte haben, können wir die k-vorherigen Einträge mit in unsere Rekursion benutzen. So, dann heißt das Ganze lineare Rekursionsgleichung Carter-Ordnung. Und da können wir noch zwischen homogen und inhomogen unterscheiden. Und dafür müssen wir uns eigentlich nur das letzte Plus anschauen, also das, wo kein x mehr drinsteht in der Rekursionsvorschrift. Wenn das Ganze gleich 0 ist, sprechen wir von einer homogenen linearen Rekursionsgleichung. Und wenn das Ganze ungleich 0 ist, ist das inhomogen. Was heißt das jetzt konkret? Fibonacci hatten wir schon angesprochen. Hier benutzen wir nur die beiden Vorgängerzahlen. Und prinzipiell hätten wir hier noch ein plus 0. Das ist also einfach eine lineare Rekursionsgleichung zweiter Ordnung, welche homogen ist. So, ein Beispiel für eine nicht lineare Rekursionsgleichung ist das zweite. Wir haben als Startwert 1 und als Rekursionsfolge xn ist gleich xn-1 plus 2n. Das liegt daran, dass wir hier ein n entsprechend drinstehen haben. Das n ist keine feste Zahl, also ist das Ganze hier nicht linear. Würde das n hier nicht dastehen, hätten wir mit xn ist gleich xn-1 plus 2, eine lineare Rekursionsgleichung, welche inhomogen ist, weil das plus 2 entsprechend nicht 0 ist und die Ordnung ist 1. So, wie können wir jetzt solche Rekursionsgleichungen lösen, beziehungsweise wie können wir jetzt die Rekursion umgehen und direkt den Wert von xn berechnen, ohne jeweils alle Folgenglieder mitzuberechnen. Dazu gibt es eine Lösungsformel, die besagt, unser n-tes Glied der Folge ist c, also wir haben ja jetzt nur ein c
weil wir erste Ordnung sind, und B0 und B1. Und wenn unser B1 gleich 0 ist, sprich, wenn wir homogen sind, dann ist der Wert einfach nur C hoch N mal B0. Ansonsten, wenn C gleich 1 ist, also C ist wie gesagt einfach der Vorfaktor hier, dann wissen wir direkt, okay, das ist einfach B0 plus N mal B1. Und wenn C ungleich 1 ist, dann erhalten wir C hoch N mal B0, was wir ja hier schon mal gesehen hatten, wenn B1 gleich 0 ist, würde halt entsprechend hier auch eine 0 stehen, dann fällt der Faktor auch weg, das heißt, das hier ist wohl definiert. Und wenn das Ganze entsprechend hier oben nicht 0 ist, landen wir unten und dann müssen wir noch plus C hoch N minus 1 durch C minus 1 mal B1 rechnen. Das heißt, wir müssen lediglich schauen, in welchen der Fälle sind wir hier. Und dann müssen wir nur noch ausrechnen. Schauen wir uns das anhand eines Beispiels mal an. Also x0 ist gleich 1 und xn ist gleich 4xn minus 1 minus 1. Das Ganze ist also wieder von der Begriffsweise her eine lineare Rekursionsgleichung erster Ordnung und sie ist inhomogen. So. Jetzt können wir einmal kurz zuordnen, dass die Notation zum Beispiel passt. B0 ist also gleich 1, C ist gleich 4 und B1 ist gleich minus 1. Jetzt können wir unsere Fälle von oben nach unten abgehen. Hier sind wir nicht, weil B0 eben 1 ist. Hier sind wir ebenfalls nicht, weil C gleich 4 ist. Also befinden wir uns in diesem Fall und müssen das Ganze jetzt nur einmal nochmal aufschreiben. Das heißt, C hoch N ist einfach 4 hoch N mal 1 plus 4 hoch N minus 1 durch 4 minus 1 mal minus 1. Und jetzt können wir den Term etwas vereinfachen. 4 hoch N plus 4 hoch N minus 1 durch 3 mal minus 1. Das können wir dann nochmal nach vorne ziehen. 4 hoch n plus 4 hoch n, das Minus hier rein. Minus 1 durch 3. Und jetzt könnte man sagen, man zieht das hier noch mit auf den Bruch und bekommt dann einfach 2 mal 4 hoch n plus 1. Durch 3. Und dann haben wir hier schon eine Formel, wie wir dann direkt unseren Wert xn bestimmen können, ohne alle Vorgänger mitbestimmen zu müssen.